Moin Moin Kadujana und herzlich willkommen zurück zu War Thunder Rush. Gehen wir los. Wir sind unterwegs mit unserem T-34. Aktuell noch 6-7 bei den Amis. Sollte demnächst auch mal ein Sprung kommen, tatsächlich eins höher auf 7-0. Dann kriegen wir den T-29 Premium Panzer und noch ein paar andere 7-0er. Aber wie bei allen anderen das auch so ist, es wird langsam ein bisschen träger mit dem Fortschritt. Wenn man nicht gerade hier jede Runde 200-300% Boosts hat, die man reinkloppen kann, dauert es jetzt schon, bis man hier mal was freigespielt hat. Obwohl meine Runden gar nicht so blöd sind in letzter Zeit. Aber doch hier teils sehr schön. Und wo fahre ich eigentlich hin? Ich muss da lang. Fahre ich gerade irgendwie zum... Fahre gerade zum Kartenende. Oder eigentlich Richtung A fahren. Da wollte ich hin. Aber dadurch weiß der Gegner nicht, dass ich jetzt hier lang komme. Das ist voll der geile Schachzug jetzt gewesen. Und dadurch, das kennt ihr nämlich gar nicht, habe ich diese geile Sniper-Position hier gerade gefunden. Erfunden für den T-34, weil ihr habt hier noch nie einen T-34 drauf gesehen. Das ist nämlich so secret hier. Verlasse das Gefecht zurück zum übrigen Zeit 18. Okay, Problem. Komm ich hier noch hoch? 15? Ich glaube, ich bin gleich tot. Die Position hier ist so geil, dass ich die jetzt aber auch schon wieder verlasse. Weil die mir nicht geil genug ist, denn es gibt noch eine geilere und die finde ich jetzt gleich irgendwo. War anders. Ja. Ist klar. Drei Leute direkt totgeschossen. Ist richtig Spiel. Ist richtig. Das ist die Sau. Und boing. Ticken höher. So hoch hätte es gemusst. Ein ganz kleines Stück noch höher. Ich dachte, das klappt. Na komm, guck nochmal rüber da. Trau dich. Trau dich. Traut sich nicht. Lol. What? Wo? Hä? Wo hat mich gerade eine... Der doof? Wo hat mich hier bitte gerade einer beschossen? Hä? Das war doch gerade von links. Da stehen doch Leute von uns. Hey, nee, das habe ich nicht mitgeschnitten. Das war mir gerade... Ich habe keine Ahnung, wo das war. Das habe ich überhaupt nicht... Das habe ich null mitgeschnitten gerade, was da passiert ist. Huios. Wo auch immer. War ich nochmal For One Human zu streamen? Habe ich sehr gefeiert. Nö, aktuell nicht geplant. Das hatten wir ja damals als Twitch-Werbeauftrag, um da mal reinzugucken. Und dabei ist es auch geblieben. So, an sich war es ganz lustig. Aber mir fehlt einfach die Zeit für noch weitere Projekte. Ich bin froh, dass ich so War Thunder einmal eine Woche hier noch so mit einbauen kann. Die Drecksau schießt schon auf mich von da sonst wo hinten. Der hat die einfach gekillt mit einem Schuss. Okay. Die schießen alle ein bisschen besser als ich, habe ich das Gefühl. Ja, der wusste schon, dass ich hier rumkomme. Ist klar, du kleine Drecksau. Da, bumm. Nicht durchschlagen. Geil, Ketter. Cool. Ohne Scheiß, ich bin hier rumgefahren. Der wusste nicht, dass ich da bin. Der hat schon auf mich geschossen gehabt, da war ich da noch nicht mal rum. Ja, natürlich. Weißt du gleich, was das für Leute sind. Die ganz besonderen Spieler. Mit besonders viel Skill. Alter! Jeder Schuss, immer sofort drauf. Da gibt es kein Danebenschießen bei dem. Scheiß Cheater. Und das war meine Runde. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Du kannst auch laufen. Da die Runde jetzt erst angefangen hat, tut es mir jetzt leid für meine Partner, die ich hier mitgenommen habe, aber ich muss zum Hangar zurück. Das war jetzt doof. Aber so kann es auch laufen. Zweimal rein, zweimal gestorben, zweimal nichts gemacht. Läuft. So Leute, schreibt mich mal an, wenn ihr mit wollt. Justus Buchschatz möchte mit. Er schreibt Hi, dann kommst du auch mit. Einen brauchen wir noch, einer kann noch mit. Keine Lust mehr? Nö, hat keinen Bock mehr auf die Runde. War ein bisschen blöd. Servus, guten Abend. Hallöchen, Fjordskipper. Viel Spaß beim Zuschauen. So, Hardcore hat angenommen. Justus noch nicht. Moin, hat wer Lust, Voss spielt, als Söldner-CW mitzufahren? Ganz falscher Bereich hier. Da gehst du am besten mal auf unseren Discord-Server. Da kannst du gerne mal fragen. Aber wir spielen hier gerade Voss an. Ich glaube kaum, dass du einer Warships irgendwie CW fahren möchte. So. Ascon eingeladen. Und Justus möchte irgendwie nicht mit. Justus ist nicht da.
Na komm, starten wir zu dritt hier. Let's go. Der Chat-Server, der spinnt heute wieder ein bisschen rum, nicht wundern. Hörbuch kommt gleich, also am besten ganz viel reden. Ich rede ganz viel. Ist überhaupt jemand, der Wofs spielt? Ich glaube nicht. Wofs, ey, ich muss Wofs haben da. Wer spielt denn Wofs? Was war? Das hatte ich schon lange nicht mehr. Reinsterben, Ende. Nichts zum Beschießen, gar nichts. Einfach tot. Der Ferdinand hat das aber Krado auch. Hörbuch Staffel 3 Teil 12. Kratunan, der zerstörerische Zerstörer. Wrackteile pflastern seinen Weg. Ja, Mann. Nach der Runde eben gerade vor allem. Kradunon, der zerstörerische Zerstörer. Es ist so, tatsächlich nennen mich Leute im privaten Umfeld. Das ist genau mein Spitzname. Hallo, geht's schon mal los? Jetzt. Ab zu A. Unsere Divi macht A. Hat er schon meine letzte Discord-Nachricht gesehen? Nö. Wenn ich da nicht geantwortet habe, Gammstein, dann habe ich es auch nicht gesehen. Discord-Nachrichten bearbeite ich einmal vielleicht am Tag, da gucke ich mal kurz rein. Wenn da irgendwas wichtig ist, da schreibe ich mal kurz was zu, aber sonst bearbeite ich die Busse immer alle paar Wochen. Bei dir war es aber, glaube ich, wegen Container-Opening. Wir hatten doch alles geschrieben gehabt. Da war doch eigentlich nichts mehr offen, oder? Was irgendwie noch gefehlt hat? Privaten Umfeld, den imaginären Freunde 10 nicht. Hör nicht auf ihn. Ich habe hier den Lord Türpitz, ich habe hier den kleine Prinz Türpitz, alles meine Freunde. Ja. Überall, Freunde. Überall. Wann bist du denn weg? Wann ich weg bin, heute bei ihm der Runde eben? Ich war der, ich glaube, Erste, der gestorben ist und der Zweite, der gestorben ist. Irgendein Ferdinand auf irgendeinem Berg, der hat mich schon durch Hügel durch, wollte der mich schon abschießen. Das ist irgend so ein Aimbot, Ferdinand, der auf alles schießt, wird irgendwie da rumkreucht und fleucht. Der hat mich direkt rausgebombt. Haben nicht mal in der Nähe von irgendwas. War ein kurzer und schmerzhafter Auftritt. Aber euch noch viel Erfolg da in der Runde. Kann bloß besser laufen als bei mir gerade. Das meine ich todernst. Todernst. Boah, gucken wir doch mal. Wird da noch was durch? Leider zu langsam gewesen. Der Baum hier muss mal weg. Hier muss man ganz schnell weg. Besser. Alles, was hier nachzieht, können wir jetzt. Da ist noch einer. Das ist jetzt schade. Hätte ich mal nicht geschossen auf den Baum, hätte ich den jetzt wegballern können. Da ist auch noch irgendwas. Gut zu wissen. Da kommt er. Und Fahrer, Richtschütze, Ladeschütze, Eisenmarsch. Kette noch kaputt. Gleiskette auch noch ab. Sauber. Der kotzt. B, du ballert mich jetzt aus. Das hast du dir so vorgestellt, ne? Was? Was ist denn heute mit meinem T34 los? Lol, wie trifft der mich so gut da? Ich schieß hier. Was war denn das für ein Schuss gerade? Was bei mir geht, bei jedem Schuss alles, was ich abkriege, geht hier alles kaputt. Der überlebt das eiskalt. Nicht mal von da schießt der. Und weg ist er. Weg ist er. Nachladen. Plong. Panther 2, als ob der das weggetankt hätte. Das ist doch lächerlich. Er hat fast 300 mm Durchschlag. Ich tank das easy weg, als ob da gar nichts wäre. Easy peasy. Die Bäume weg. Hab ich auch nicht weg. Scheiße. Mein Geh kaputt gegangen. Da sind überall Gegner, aber die kommen da nicht aus der Deckung raus. Die ich hätte töten können, das hat nicht geklappt. Scheiße. Jetzt aber ich stehe noch nicht tief genug eigentlich, ne? Wenn der mich von rechts dann noch beschießen könnte. Ah, guck mal, da kommt einer. Das ist ja Millimeterarbeit. Nein, zu doll. Scheiße, ich komme nicht weiter runter. Hätte er klappen können. Jetzt weiß er, dass ich hier wäre, das war doof.
Klonk. Das war gerade Millimeter. In Bewegung bleiben. Alte Wot-Skill auspacken. Aha. Zauber. Und tschüss! Das war gerade ein anderer, der geschossen hat, ne? Der hat gerade eben ganz woanders hingeguckt. Der hat gerade nochmal auf mich geschossen, obwohl er mich gar nicht angeguckt hat. Da ist die kleine Sau. Aha. Ist schon Geschichte. Nice. Gut, 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 gut. Ich muss hoffen, dass da einer cocky wird und ein bisschen irgendwo rausguckt. Damit die dann nämlich auch wegballern. Ich glaube, den Gefallen wollen sie mir nicht tun, ne? Einer von uns ist da sogar drin. Oh, interessant. Interessant, interessant. Flugzeug. Er kriegt's auch durch, ich hab ohne Probleme. Ach du Scheiße, was ist da denn alles? Wie viel waren da denn bitte? 5, 6 Panzer oder was? Oh du Gott. Okay. Gucken. Was schießen die da? Ich will auch was schießen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Warum sehen die da was? Ich sehe nichts. Toll. Big Brother Boom, aber so richtig. Aber so richtig, aber so richtig. Ah. Gut, A ist geholt. Bei B sollen noch welche sein. Die werden wir hier von hier aus nicht ärgern können. Ich würde am liebsten weiter A verteidigen. Und die Frage ist, kommt überhaupt noch einer her? Position ist nahezu perfekt hier für T34. Dass der mir da oben natürlich gegen den Kopf ballern konnte, das war doof. Aber jetzt hier, wo ich noch ein Stück tiefer bin, hier dürfte eigentlich nichts. Oh, da wurde einer gekillt. Ein Flugzeug, wa? Da. 350, 2500 Meter. Wo war das? Da. Ist die Straße nicht da? Da ist er. Na komm rum. Kühlscher Trimmer! Ich will die Gotzen, die ganze Zeit, nur Gotzen. Nix sterbe heute. Nix sterbe. Nervt. Nix sterben. Mein Assist bringt auch Punkte, aber trotzdem. Könnte mal ein bisschen mehr hops gehen hier, die Gegner. Aber die Cap, das ist echt eine durchgefahren. Toll, weil ich mich auf den anderen jetzt da konzentriert habe. Immer was? Nö. Ach, da. Den haben wir. Was war das? Oh, 10-5er Tiger 2 weggeballert. Geil. Dennoch so ein gutes Ziel. Dann auch noch so ein gutes Ziel. Komm mal die Kette ab. Shit. 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 Danke dir. Was auch immer das war. Nein, die hat ein i6 steht da drin. Ach du Scheiße. Hardcore, pass auf, da ist ein i6 drin. Gefährlich, gefährlich. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Der kippt sogar noch. Das nervt. Das nervt, das nervt, das nervt. Hopp. Da war er doch gerade kurz, ne? Ha! Keiner, der den da groß platt machen kann hier. I6 ist down. Sauber. So, jetzt wird die Straße hier entlang gucken, ob die da wieder kommen. Ah, das wird schon vom T26 da abgeguckt, da dürfte keiner kommen. Dann theoretisch hier oben. Ah, ist hier nämlich immer super beliebt. Die wollen alle mal gerne hin. Durch hier. Nö. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können, da ist ein Gegner. Da hat gerade einer hergeschossen. Pff, ich raste sofort hinter. Durch mir. Den krieg ich. MG ready. MG ready. Hat die sehen? Lass er. Hä? Der fliegt weg, Leute. Ich dachte, der fliegt auf mich zu.
Er hat kurz gewundert. MG ready. MG ready. Das hört sich so cool an. Da kommt er. Da fährt einer. Da kommt eine Flak angefahren. Wo ist das Flugzeug? Da ist das Flugzeug. Kurz die Sicht verloren. Komm schon! Ach, scheiße. Ich meine, ist das bekommen dafür? Schade. Das wäre jetzt aber auch zu schön gewesen. Ja, die gekillt aber. Kann das sein, die Flak? Das war diese ZSU-Flak, glaube ich. Der mit den, der geilen Doppelgun. Der spaßigste Panzer, den die Russen so haben auf der Stufe. Mit der Nase gar nicht weiter runter, sehe ich gerade. Ah. Da ist einer gestorben. E26E1 hat ihn gekillt. T-44-100 ist down. Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Das wird hier noch eine spannende Runde, glaube ich. Fuck. Da sag ich doch so, ZSU. Der ist auch weg. Der ist auch Geschichte. Gut, dann haben wir die da auch. Da ist, das smoked einer. Sehr interessant. Aber nicht mit mir. Sorry, but nö. But nö. Da wollte er da durchfahren. Hätte er nicht gesmoked, wäre er da durchgefahren, hätte ich gleich mitgekriegt. Durch den Smoke wusste ich gleich, wo er ist. Da hat er seine Position verraten. I2 kommt da lang. Brauchst du dich dir hinspielen, hinstellen? Na, kommt er denn lang oder nicht? Was meint ihr? Hm. Weg ist er. Oh, läuft. Gekillt, sich einmal gestorben, 2 Assists. Nehme ich. Nehme ich, nehme ich. Oh, mein Flugzeug. Boom. Gott, was ist mit dem passiert? Was ist das für ein Hardcore? Sah ja schick aus. Schicker Absturz. Voll. Hätte. Der hat mich zuerst gesehen. Krass. Passiert, wenn Hardcore hier lustige Flugmanöver macht. Genau das passiert da. Artilleriefeuer. Durch den Nebel kann das auch gar nicht gemessen werden. Auch das habe ich auch noch nicht gewusst. Das habe ich ja auch noch nicht gewusst. Jetzt ist da auch noch Nebel hin. 700. 700 wäre ich safe drauf. Ah, knapp drüber geschossen. Viel zu safe drauf. 650 wäre besser gewesen. Bisschen tiefer. Bisschen tiefer hätte ich halten müssen. Komm schon, Kette 10. Ich nicht. Mist. Scheiß lange nachladen. Aber den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch, den kriegen wir noch. Noch haben wir Chancen. Kleine Drecksau. Guckt der darüber? Der kann so nicht schießen, oder? Nee, kann auch nicht. Bin jetzt sehr gewundert. Ah, oh, knapp vorbei. Viel zu lang. Dauert zu lang, bis meine Granate da ankommt. Das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt ein Riesenproblem. Ich kann mich hier leider nicht vernünftig aufstellen, wie ich das gern hätte. Leute, fährt auch einer durch. Scheiße. Scheibekleister. Als ob er mit einem Panther 2 mich jetzt gekillt hat. Kommt einfach durch den Turm durch, ohne Probleme. Wow. Lächerlich. Einfach lächerlich. So, Flugzeug. Bei Flugzeug. Ne, nehmen muss ich machen, das ist eh gleich zu Ende. Flugzeug.
Weil der rechts gerade nur mehr vier Kugeln, er will die ins MG schießen. Nö, der hat einfach da irgendwo durchgeballert, ohne Probleme. War das das MG? Faszinierend. Das war das Richtschützenobjektiv, da gibt es weniger Panzerung. Aha. Hast einen Facharbeiterbrief am Campen. Ja, und das ist ja hier ganz legitim. Wenn du nicht campen willst oder wenn du bloß rumgeballert willst über Call of Duty, dann kannst du in den Arcade-Modus spielen. Aber beim Realistischen ist das ja nur normal. So ist es ja nun mal mit den Panzern. Die fahren ja nicht rum und ballern um sich, die stehen irgendwo da mit Tarnung und hier und da warten, dass irgend so ein Idiot da rüberfährt und krotzen den dann weg. So läuft's ja nun mal auch. Das ist ja nun mal gedacht. Mir leid, meine Mutter hat gesagt, dass ich ausmachen sollte. Oh. Wenn man den anhat, dann regelt er Sachen wie nicht in den Boden fliegen und so. Nur Fluglehre oder wie auch immer das heißt. Yes. Aber das muss man geben, dass du Simulatorschlachten spielst. Gordex will ich nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal den Unterschied zwischen realistisch und Simulator. Wenn ich da die Gänge und Co. auch alle selber denn eingehen muss, dann ist eh vorbei. Kassi, danke für die 15 Monate. Tigerflag, danke für die 22 Monate. Prime schon war weg. What? Dankeschön. Rosamunda, danke für die 300 Bits nochmal. Merci. Damit jetzt Platz 1 bei den Bits an. Michael, nur noch Platz Nummer 2. Christian, danke nochmal für deine 3 Jahre. Dankeschön für den fetten Support. Vielen lieben Dank. So, ignoriere ich jetzt meinen Account. Ich will da nämlich jetzt mal die Raketen nutzen. Wusch, 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 da ist er. Ich hab keine Raketen. Jetzt hab ich... Warum hatte ich dir jetzt die Bomben ausgeworfen? Oh, Alter, so eine Scheiße. So ein... Yes! Warum hatte ich denn jetzt die Bomben? Der hat doch immer zuerst die Raketen. Grrr. Okay, die Bomben einfach mal ins Nichts geschmissen. Sehr schön. Wie viele Raketen habe ich jetzt noch? Sieht man das irgendwo? Nee, ne? Ich habe auch vergessen, gerade langsamer zu werden. Gut, machen wir auf 50. Ist hier noch irgendwo was? Ist doch einer hinter mir. Genau deswegen fliege ich nicht, weil du bloß so eine scheiß Hardcracks hast, die ich mit einem Schuss sofort rausnehme. Mist. Pissbomben. Der hat doch sonst immer die Raketen zuerst ausgewählt. Ich verstehe das nicht. Warum hatte ich die Dings jetzt zuerst? Ah. Und weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Hier fliegt einer rum. Ich deutsche, wir verlieren das hier noch. Alles wird angegriffen. Aber wir kriegen hier gerade nichts mehr, wa? B nicht, A nicht. Versuch mal bei A nochmal mein Glück. Immerhin haben wir die Raketen einen weggeballert. Das war natürlich schön. Aber danach so schnell zu krepieren. Bei Simulator gibt es Friendly Fire und du kannst auf der Karte deine Freunde nicht sehen. Man kann direkt mit einem Flieger spawnen, bringt auf niedrigen Stufen nichts. Man kann immer nur mit bestimmten Fahrzeugen spielen, damit es realistisch bleibt. Mit Beutepanzern ist aber auch ganz lustig. Klingt lustig. Klingt lustig. Aber wenn ich denn in einer Runde zwei, dreimal geteamkillt werde, dann habe ich schon keinen Bock mehr, das überhaupt jemals nochmal zu spielen. Verlierst du auch die Punkte denn? Geht das genauso mit dem Spawn? Oder hast du bloß ein Leben? Das wäre interessant. So ein War Thunder-Modus mit bloß einem Leben, wie bei WoT, dass du wirklich bloß mit einem Tank reingehst und dann bloß auf ganz kleinen Karten. Das wäre voll cool. Würde ich feiern. Das würde ich feiern. Über einen Spawn-Punkt, aber man kann keine verdienen. Also maximal 3 Spawns. Ah, okay. Bleib bei C. Nicht cocky werden. Wir müssen C unbedingt behalten. So langweilig es auch sein mag. Wir dürfen C nicht mehr verlieren. Werd nicht cocky. Bist der Letzte da nämlich. Wer auch immer da steht. Okay. Kann ich da schon einkommen? Nee. Warum würde ich schon alles zugekleistert, als ob die wüssten, dass ich hier bin? Wieso, weshalb, warum? Da ist ja nicht ein Haus mehr. Hier ist ja schon alles weggebombt, meine Fresse. Hier gibt es ja gar keine Deckung mehr so wirklich. Was geht denn hier der Kreis? Ah, bis da. Ich höre einen Kampfjet. Ist gar nicht schön. Ich höre einen Kampfjet. Beste Staffel.
Uff, die war anstrengend, die Runde. Ey, die war richtig anstrengend. Ambe. Man muss aufpassen, wo man Büsche hinsteckt, weil ansonsten sieht man im Gunners Sight nichts. Das klingt lustig. Boah, war das eine anstrengende Runde. Der hat 5000 Punkte. Wieso hat er die Nuke nicht geschmissen? Also 6 Mal gestorben. Schade, ein Kill hat gefehlt. Der hätte ich noch 50% hier Bonus gekriegt auf EP. Das war eine richtig anstrengende Runde. Dafür haben wir aber auch einen Panzer jetzt freigespielt. Sehr schön. Der 6-7er kommt jetzt hier, der M26. Cool. So. Und mich hat keiner mehr angeflüstert. Sagt die Zeit, sagt 25. Ich habe derzeit nicht so viele Folgen War Thunder. Wir machen jetzt hier mal einen Cut. War eine anstrengende Runde, die davor war total bescheiden, aber da seht ihr mal auch, der Krado hat mal Runden, wo er einfach 2-mal gleich stirbt und das war's dann mit dem Krado. Zum Glück nicht mehr ganz so oft wie früher, aber ab und an passiert es halt mal, gehört nun mal dazu. Bewertet nicht vergessen, fleißig kommentieren, sehen wir uns schon bald wieder zu War Thunder. Denkt an den 3% Rabatte-Link, findet ihr unten in der Kommentarsektion angepinnt, einfach anklicken, dann im Gaijin-Shop was kaufen, vorher natürlich einloggen mit euren Daten und schon habt ihr das geile Ticker-Logo bei euren Panzern theoretisch drauf, müsst ihr den Bus noch raufmachen und habt insgesamt sogar 3% Rabatt auf alles, was da im Shop so gibt. Haut rein, bis zum nächsten Mal.